So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und ich frage mich gerade, wenn ich jetzt nach hier lang gehe, komme ich doch wieder, wir sollen noch mal Lene suchen und die müsste doch eigentlich meiner Meinung nach bei Eris ihrer Mutter sein. Ich probiere mal, ob wir jetzt da hinten raus können. Oh ja, und jetzt können wir uns auch die Materie schnappen. Analyse. Oh. Ja, da kann Barrett doch jetzt mal, weil er hat noch nicht sehr viel Analyse. Aber ich würde gerne Barrett in der Mitte haben, wenn es gehen würde. Moment mal. Reihe. Tauscht ihr mal, genau. So, jetzt. Nein, nicht sie. So, Barrett hat nämlich hier noch einen Platz und da kann er Analyse nehmen. So. Weil das Haus von der Eris ist ja hier hinten, ne? Ach nee. Hier ging es jetzt. Na doch, oder? Moment mal. Jetzt bin ich verwirrt. Oder ging es hier zum Wahlmarkt nur? Ah ja, jetzt sind wir hier beim Wahlmarkt. Aber Moment mal, dann, ich müsste hier für, genau, nee, Items, was hat denn das überhaupt auf sich hier? Ist das jetzt echt einfach nur so? Tut sie echt nichts. Hat er hier vielleicht noch was? Nee. Mir ist eingefallen, dass ja, das ist aber nur die Apotheke. Wir gehen mal hier hinten hin. Ich glaube, nee, er war das da auch nicht, ne? Nee. Wo war denn das jetzt nochmal? Ey. Also manchmal, das muss ich mal überlegen. War das weiter höher gewesen? Hier war die Boxhalle. Ach ja, hier hinten. Genau. Ich will nämlich für... Ja, das Sturmgewehr hat er ja schon, aber... Für Barrett will ich nämlich noch einkaufen. Genau. Das hatte sie ja schon. Und das war ja für... Genau. Ja, das war es eigentlich schon. Können wir gleich mal ausrüsten. Er hat nämlich immer noch den. So. Dann können wir auch gleich... noch was verkaufen. Verkaufen, sagte ich. Und zwar die Eisenreife. Lederhandschuh. Der kann auch weg. Sie hat ja jetzt den anderen Handschuh. Den Rest, ja, der Rest ist okay. So. Alles klar. Dann hat er jetzt auch so einen. Können wir jetzt quasi müssen wir doch nach unten hin. Ja, manchmal ein bisschen verwirrend hier. Ich dachte jetzt, wir sind da durch einen Spielplatz und sind wir da nicht zu dem Haus erst, aber das war ja weiter unten gewesen. Stimmt ja. Also müssen wir. Na, lauf doch nicht. So, hier. Ja, war klar. Was ist es? Ein Häusel. Okay, ich mach mal Analyse jetzt, nur so aus Spaß. Nein, sie kann rauben. Und ich hau mal drauf. So, was hat die Analyse gebracht?
Hat man das gesehen jetzt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Na egal, oder man muss hier machen. Nee. Ich weiß es jetzt gar nicht. Barret hat ja Blitz. Okay. Claude. Nehme ich die hier. Limit-Attacke. Und sie haut auch mal drauf. Ja, Barret, schieß mal. Ich mach Blitz. Und sie kann ja noch mal Raum machen. Ah, das war's schon. Okay. Der Barret immer, wie er sich einen abzappelt. Okay, so. Hier rüber und jetzt weg hier. Hä? Wo ging das denn jetzt da weiter? Okay, bei denen konnte man, glaube ich, nichts klauen. Ach, sie hat jetzt zwei Dinger. Alles klar. Das ist cool. Ja, ich greife normal an. Und das war's auch schon. Ja, da Barret jetzt hinten steht, kriegt er weniger Schaden. Konnten wir hier nicht weiter? Ach doch, da. Ich Dummi. So, erst ihr Haus müsste eigentlich hier oben sein. So, hat denn denen jemand schon geholfen hier? Ah. Ja, kann ich nichts machen. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt hier... Was mit ihm? Schnief, schnief. Erst hörte ich ein Poltern, dann ein Krachen und dann Bumm. Ich hatte solche Angst. Schnief. Ach du Armer. Was ist hier? Steht hier einer? Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es einstürzen würde. Vielleicht sollte ich in Zukunft lieber nach oben gucken. Hier haben wir auch noch Geschäfte, aber ich glaube, die haben hier nichts Besseres. Was soll der ganze Blödsinn? Mir ist es Schnurz, ob sie sich Avalanche, Avantgarde oder sonst wie nennen. Jeder, der die Platten auf uns stürzen lassen will, ist einfach nicht ganz dicht. Naja. Na gut, wir gehen hier mal raus. Ich wollte eigentlich nur gucken, was hast du zu sagen? Hätte ich nicht gedacht, dass es einstürzen würde. Vielleicht sollte ich in Zukunft lieber nach oben... Ach, das war die... Ich wollte hier nur mal gucken, ob die hier vielleicht bessere Sachen haben. Blinzel, richtig. Wir handeln hier nur mit Gil. Keine Ausnahme. Ach so, hier haben sie... Aha. Ja, komm, ein Zelt können wir uns noch kaufen. Oder zwei. So, jetzt sollten wir mal ein bisschen sparen. Ich wollte eigentlich gucken, ob es hier noch andere Waffen gibt oder so. Ob sie hier vielleicht aufgebessert haben. Nee, an den Kühlschrank will ich nicht. An einem Ort wie diesen bräuchte man mehrere Leben. Und es wäre immer noch nicht genug. Wie wär's mit etwas Materia? Ich muss was verdienen, um von ihr wegzukommen. Ja, Materia wollte ich sowieso. Hitze mal zweimal. Einmal Kälte nehmen wir noch dazu. Gewitter noch einmal. Ja, Genesung reicht eigentlich einmal. Ja, das reicht. So, jetzt hast du was verdient.
So, jetzt gehen wir aber mal hoch zu Eris ihr Haus. So. Hier speichere ich mal ab. Platz 3. So, dann gehen wir mal rein. Claude, oder? Es geht um Iris, oder? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier? Sie wollte Eris, das wollte Eris so. Was will Shinra von Eris? Eris ist vom alten Volk, die einzige Überlebende des alten Volkes. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg, mein Mann wurde an die Front geschickt, weit weg, an einem Ort namens Utai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen. Er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Aber kommt wohl keiner. Achtung. Ach nee. Das sind die grünen Dings sind wir. Also ist die Mutter. Keiner gekommen. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof. Dann eines Tages. Ihre richtige Mutter ist wohl, stirbt wohl. Während des Krieges erlebte man sowas oft. Bring Eris in Sicherheit, das waren ihre letzten Worte. Ja. Mein Mann blieb fort, wir hatten keine Kinder. Wahrscheinlich war ich einsam, darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Ja, dann ist ihre richtige Mutter gestorben. Eris und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gern. Sie sprach über alles mit mir. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen und ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist und viel mehr. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete. Aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama? Bitte weine nicht. Auf einmal sagte er es, dass als ich sie fragte, ob etwas passiert sei, jemand, der dir nahe steht, ist gerade gestorben.
Seine Seele kam zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgegangen. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich. Bis eines Tages. Wir wollen, dass sie uns Eris zurückgeben. Wir suchen schon seit langem nach ihr. Ah, der eine von der Türk ist das wieder inner. Nein, niemals. Eris, du bist ein ganz besonderes Kind von ganz besonderer Abstammung. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns in ein Land der Glückseligkeit führen. All den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Eris Hilfe. Es stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk, ich bin nicht vom alten Volk. Aber Eris, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen, bist, wenn du ganz alleine. Nein, ich höre keine. Aber ich wusste es. Ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen. Deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra braucht sie. Sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brauchte ein kleines Mädchen mit hierher. Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Seng sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene, Eris wurde wegen Marlene gefangen. Es tut mir leid, Marlene ist meine Tochter, es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater? Wie konntest du nur jemals ein Kind so alleine lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht, wenn... Aber du musst eins verstehen, ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen um Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Jo. Und ich mache hier erstmal einen Schnitt und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 7. Und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss. Und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, ich wollte eigentlich nur hier rausgehen und speichern gehen, aber da wurde ich von Tifa angequatscht. Wir gehen direkt ins Shinra Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. Oh, da kommt aber noch einer angetrampelt. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt gefährlich. Du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemanden umbringen. Genau.
Jetzt können wir raus. So. Wie kommen wir zum Shinra-Gebäude? Es gibt keinen Zug mehr, der da rauffährt. Tiefer. Lass uns doch einfach zum Wallmarkt gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Genau, jetzt speichere ich hier nochmal und hänge diese eine Minute noch was an dem letzten Part mit ran und sage hier nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy VII. Und ja, bis bald. Ciao.